Susul, hallo ihr Sepplinge, herzlich willkommen zu einer neuen Folge der City Life Challenge. Ja, leider ist eine Aufnahme komplett im Eimer. Und zwar hatte ich die komplette Aufnahme an Standbild. Das ist super toll, deswegen wird wahrscheinlich jetzt auch diese Folge hier etwas kürzer werden, weil ich jetzt nicht mehr die Zeit habe, noch eine normal lange Folge aufzunehmen, da ich ja eigentlich schon eine komplette Folge aufgenommen hatte. Und dann stellt man fest, oh schön, hier seht ihr die ganze Zeit nur die Anfangssequenz und es bewegt sich nichts. Juhu. Ja, was ist passiert? Jordan hat jede Menge Bilder gemalt für ihren Job. Jared ist befördert worden und hat jetzt schon sich ein bisschen im Zocken verbessert und ist gerade noch dabei, ein bisschen zu programmieren in Vorbereitung auf den kommenden Arbeitstag. Und ich würde ganz gerne heute mit Jordan, sobald sie von der Arbeit wieder zurück ist, gerne nochmal die Leinwand auf dem Markt aufstellen. Denn wir haben ja die letzten 4 Folgen eigentlich wirklich das Ganze recht chillig angehen lassen. Waren mal feiern, haben die Verlobung gehabt, waren Karaoke singen und haben uns überhaupt nicht ums Geld verdienen gekümmert. Aber das ist natürlich immer noch das primäre Ziel der City Life Challenge, denn wir wollen ja in dieses Penthouse Torrendi Dingsbums für irgendwas um die 244.000 und da fehlt uns ja noch ein klein wenig zu. So, und Jordan sollte vielleicht auf die Arbeit gehen. Auch Jared sollte auf die Arbeit gehen. So, jetzt ruft nämlich schon der Chef an bei beiden hier. Also, ehrlich. So, ja, er hat das perfekt abgeschlossen. Er ist jetzt schon Entwicklungschef. Also, eine richtig krasse Nummer eigentlich schon. Was haben wir denn hier? Stufe 6 ist das, der Technik-Guru-Karriere. Jared hat jetzt wahre Macht. Er führt nicht einfach nur mickrige Einmalprojekte, sondern trägt die Verantwortung des Entwicklungsprozesses einer Vielzahl bahnbrechender Produkte. Schubidu, das wird lustig. Mit der nächsten Beförderung wird er dann E-Sport-Teilnehmer oder hat hier das nächste große Ding. Ich bin mal gespannt. Ich würde in dem Fall dann, glaube ich, wirklich aufs Programmieren gehen, weil wir haben E-Sport schon. Wir haben E-Sport schon zweimal gehabt und das möchte ich nicht nochmal machen. So, wir haben hier aktuell immer noch diesen Boost von der Dreifach-Boost-Woche, ist immer noch aktiv, weil ich ja hier in dieser Nachbarschaft wirklich nur fürs Wochenende spiele. Ich habe ja die City Life Challenge auf einen anderen Speicherstand gepackt als mein normales Let's Play, einfach damit die beiden hier nicht die ganze Zeit altern, auch wenn ich sie nicht spiele. Denn das wäre ja dann nicht so ganz der Sinn der City Life Challenge. So, 660 Simoleons hat Jordan mit nach Hause gebracht. So, wir könnten natürlich auch die Kleidung ausziehen. Vielleicht würden wir da auch mehr Leute mit ranholen. Ich würde ihr gerne nochmal dieses Outfit verpassen. Und ich würde gerne erstmal noch hier den Garten pflegen. Weil unseren Pflänzchen geht es momentan nicht so gut. Da sind schon wieder die Viecher drin. Das ist auch mal super, wenn sie hier im geschlossenen Raum mit Pestiziden rumsprüht. Okay, klar. Rein theoretisch könnte sie das Fenster aufmachen. Geht bei Sims leider nicht. Aber trotzdem. Normalerweise sagt man trotzdem, wenn man irgendwie so mit Pestiziden oder irgendwelchen anderen giftigen Mitteln zum Abtöten von Ungeziefer gehandwerkt hat, dass man dann trotzdem meistens erstmal 3 Stunden gut durchlüften und den Raum nicht betreten soll. Und hier, was haben wir hier? Wir haben die Küche direkt nebenan, da wird nichts abgedeckt. Null. Naja, was das Ungeziefer hier draußen abtötet, dürfte wahrscheinlich auch sämtliche nützlichen und unnützlichen Bakterien im Bauch abtöten. So, da wird noch gejätet. Der Rush. Ah. So, dann können wir jetzt mal nach unten gehen mit Jordan. Schauen wir mal. Wir haben jede Menge Bilder im Gepäck. Und zwar wirklich jede Menge. Wir haben 10 Bilder dabei. Das ist richtig krass. Zack. So. Oh, hier ist aber gerade nicht das meiste los. Weiß ich jetzt nicht, ob uns das gerade so viel bringen wird. Ach, da hinten sind die alle. Dann sollten wir vielleicht unsere Leinwand hier unten aufstellen. In Welt platzieren. Ja, da steht sie doch eigentlich gut. So, Inventar anzeigen. Da kommen jetzt die ganzen Bilder rein, werden ausgestellt.
Das passt alles gar nicht. Stand bedienen. Straßenverkauf beginnen. Genau, mit verdreifachten Preisen. Das hier ist übrigens ein Meisterwerk. Ja. Es war noch so teuer. Wir hätten eigentlich noch ein Bild. Naja, sie kann ja gar nicht so viel ausstellen hier am Stück. Wer ist ja eigentlich so am vielen so weltmeisterlich? Das ist Masami Yamaguchi. Und sie möchte was kaufen, die Maya Peters? Kommen Sie ran und treten Sie näher. Jeder Pinselstrich ein Unikat. 4.524. Sie haben direkt schon mal ein richtig teures Bild verkauft. Was zur Hölle? Was hat sie denn für ein Outfit an? Halb Depression, halb Hang ab, halb Wandern. Okay, jetzt haben wir schon drei Hälften. Finde den Fehler. Sergio kommt doch immer wieder rangejoggt, wenn Jordan hier was verkauft. Der verprasst sein Geld, der dürfte eigentlich bald gar nichts mehr haben. So viele Bilder, wie der kauft. Und den hier, den finde ich immer noch total cool. Den Gunther Mund, der bei den Avantgardisten ist. Vanna Borf. Aber hier, die Männer, die haben Geschmack, ne? Gebuffer, ich hoffe es zumindest. Hey, der hat Kopfhörer drin. Und Jared ist auch nach Hause gekommen. 624 Simoleons hat er mitgebracht. Hey, das heißt, er verdient tatsächlich weniger als Jordan. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Und? Ups. Wird Sergio wieder ein Bild verkaufen? Wir dürfen gespannt sein. Da kommt auf jeden Fall auch noch Jared angejoggt. Nee, zumindest jetzt gerade nicht. Aber vielleicht möchte Gunther ja jetzt was kaufen. Er kann hier mal ein bisschen hier Vorführung ansehen. Nochmal knapp 3.000 dazu bekommen. Ich glaube, jetzt fehlen uns tatsächlich nur noch 20.000 Simoleons. Dann haben wir die Challenge bestanden. Ich glaub's nicht. Wer fehlt da jetzt? Anaya Parik. Ich liebe diese Frisur nach wie vor total gern. Das ist aber CC, das ist eine runtergeladene Frisur. Die ist in keinem Pack dabei. Man erkennt das immer sehr gut. Gut, die hier ist auch runtergeladen. Es gibt Leute, die machen die CCs im Sims-Stil und bleiben dem treu. Das ist ja der normale. Und dann gibt es welche, die machen eben so auf einzelne kleine Strähnchen, wie bei dieser Frisur oder auch bei dieser Frisur hier. Das gibt's natürlich auch. Und generell, wenn ihr irgendwas sucht, kann ich euch wirklich immer The Sims Resource empfehlen. Das habe ich auch in der Videobeschreibung verlinkt. Da lade ich unheimlich viel runter. Aber das ist einfach eine riesengroße Download-Seite. Da findet ihr eigentlich so fast alles. Also wirklich fast alles. Früher konnte man immer sagen, das, was man nicht auf... Oh, 5.100. Krass. Früher konnte man immer sagen, das, was man nicht auf The Sims Resource findet, das findet man dann noch auf Mod The Sims. Aber da weiß ich gerade gar nicht, wie up-to-date die noch sind. Früher bei Sims 2 habe ich auch xmsims.com, gab es da eine Seite. Weiß ich aber auch nicht, ob die bei Sims 3 noch weitergemacht haben oder jetzt auch bei Sims 4. Das sind so Sachen, das müsste ich mir echt nochmal angucken. Wow. Dina, magst du ein Bild kaufen? Rabarani Bayoun. Lombek? Was ist denn Lombek? Bestell doch mal Samosas für dich zu essen. Jared. Jordan muss hier noch ein bisschen, dann darf sie auch was essen danach. 834. Okay, das mathematische Dingsterbumster ist auch weg. 228.000 Simoleons haben wir jetzt. Das ist schon Wahnsinn, wenn man sich mal überlegt, dass wir wirklich mit Null angefangen haben bei Jordan. Wir haben ja komplett alles. Das ganze Geld haben wir damals weggecheatet. Ja, komm, beende mal den Straßenverkauf. So, Stand abräumen.
Dann müssen wir wieder alles ins Inventar. Ja, genau. Und die platzieren wir, wenn wir. Jetzt kommt Don. Jetzt kommt Don, der sonst auch mal für einen Kauf gut war. Na super. Können wir da auch was zu essen bestellen? Nee, da können wir nur Getränke bestellen. Dann bestell du dir mal Belpuri. Legenso Chenush. So, da können wir noch wieder einen Frosch verkaufen. Und hier können wir auch schon wieder züchten. Das geht ja immer noch eine gewisse Zeit. Klar, natürlich, ein Frosch ist keine Rammelmaschine. 6 Bilder haben wir noch zum Verkaufen. Ja, das ist doch eigentlich ganz nett. Das ist doch ganz nett. Also da kann man sich nun wirklich nicht beschweren. Wer hat da sein Essen auf den Boden gestellt? Das sind Samosas. Also, keine Ahnung, aber Jared hat seine noch. Ja, also so ein paar Samosas, ich muss ehrlich sagen, Samosas esse ich ab und an richtig gerne. Generell, oder mal so eine, ich habe auch schon Ewigkeiten keine Frühlingsrolle mehr gegessen. Ich esse mal total gerne die Frühlingsrollen mit Frühlingszwiebeln und so kleine Hähnchenstückchen drin und Mungo-Sprossen. Liebe ich total. Und dann so ganz hauchzart so Sambal-Oleg-Paste drüber gestrichen, dass es so ein bisschen scharf ist von außen. Oh, das ist richtig, richtig gut, das sage ich euch. Chiron? Chiron. Alle hören so Musik hier. Sie hier auch. Maya Peters hat auch die Kopfhörer in den Ohren. Wer ist das denn? Eva Meyer will da Kaffee verkaufen. Jared hat das Rezept Samosa gelernt. Er hat jetzt 5 der 27 Rezepte gelernt. Okay. Oh, Jordan kann sowieso schon eine ganze Menge. Gut, ich würde aber sagen, an dieser Stelle verabschiede ich mich für heute erstmal von euch. Tut mir leid, dass jetzt die Folge so relativ kurz geworden ist. Das heißt relativ, sie ist kurz geworden. Liegt einfach, wie gesagt, darin begründet, dass ich schon eine Aufnahme gemacht hatte, die normal lang war, die nun aber leider im Eimer ist. Und zwar wortwörtlich, im Mülleimer einfach, weil es halt nicht mehr nutzbar war. Aber ihr Lieben, morgen mache ich die Folge dafür etwas länger. Ich hoffe, es hat euch trotzdem Spaß gemacht und gefallen. Ach, das ist doch nochmal ein süßes Schlussbild. Und ja, dann bedanke ich mich ganz herzlich bei euch fürs Zuschauen und macht's gut. Bis morgen. Tschüss.